herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und wir machen heute weiter mit unserem kleinen Let's Play. Und zwar geht es heute weiter mit den Rematches gegen die Arenaleiter. Und eigentlich hatte ich gedacht, na, danach können wir die Folgen ja beenden oder das Let's Play ja beenden. Nee, ist es noch ein bisschen was zu tun heute. Es sind noch einige legendäre Pokémon unterwegs, ja. Und die werden wir dann noch angehen müssen. Naja, ist halt so. Und aber wir fangen jetzt erstmal an, nach und nach die ganzen Arena-Leiter nochmal zu plätten. Und dann geht's los. Der erste, der auf jeden Fall uns heute ansteht, ist der gute Veit. Weil er war der erste damals. Und wir werden anfangen mit unserem Militales, weil ich weiß, was er als erstes hat. Ich musste das ja schon mal neu machen, weil mir in der letzten Aufnahmesession das Bild ausgefallen war. Deswegen werden wir heute nochmal neu alles angehen müssen. Ist nicht tragisch, das Speichern war bei Heatra. Der hat mir ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Jetzt beim zweiten Versuch jetzt nochmal. Also beim ersten Versuch, da war er am dritten Mal drin, aber das ist jetzt egal. Deswegen werden wir heute nochmal die Arena-Leiter angehen. Aber du bist wieder hier. Da sind wir erneut in der Erzlingen-Arena willkommen. Seit meiner Niederlage gegen dich habe ich immer und immer wieder über die Stärken und Schwächen von Gescheins-Pokémon nachgedacht. Und das ist meine Sache klar geworden. Stands-Pokémon sind einfach die besten. Ja, und wir machen was denn? Ja, wir machen zwei Stück pro Trainer. Und deswegen na gut, jedenfalls haben wir noch ein bisschen was erledigen. Wir werden noch einige Pokémon fangen müssen. Es fehlt noch Giratina, es fehlt noch Rotom, es fehlt noch Cresselia. Es fehlen warte mal gerade kurz, ich muss gerade was gucken. Naja, schauen wir mal. Ach, verdammt, was mache ich Psychokinese? Upsi. Nein, ich konzentriere mich jetzt erstmal gerade auf Fight. Weil wir haben noch ein bisschen was zu tun. Jedenfalls. So, wenn wir an mit. Despotar ist vom Typ Unlicht und Gestein. Und deswegen habe ich mir die Thales am Anfang genommen mit Abwehrtyp, kurz ihm ganz, ganz doll wehtun können. Ich hatte vorher damit Polion angefangen. Es geht auch, aber ist halt jetzt egal. Wir nehmen erstmal auf jeden Fall dieses Pokémon raus. Kamino reicht Level 79. Wie gesagt, wir werden nach und nach jetzt die ganzen legendären Pokémon angehen. Danach. Also zwei. Ich wollte, was ich gerade ansagen wollte, sind zwei Trainer, zwei Pokémon pro Folge. Zwei Trainer pro Folge werden wir machen. Zwei Arena-Leiter heute machen mit Veit und Sylvana, die ersten beiden. Schon mal Bekanntschaft mit uns. Und dann nach und nach bis zum 8. Und dann werden wir noch legendäre Pokémon fangen. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun hier im Let's Play und ich freue mich auf jeden Fall, dass er den Weg weiter mit mir zusammen geht. So, Surfer. Ach, der ist den scheiß Bäre da. Ja, ist die Lufastik. Warte. Machen das anders. So, dann ist er jetzt schon mal weg. Ich hoffe, dass jetzt alles soweit läuft mit dem Ton, mit dem Bild. So, vielleicht kriege ich, habe ich aber so Glück, kann das Früchte erstmal tief kühlen. Nee. Kann es nicht. Kann es nicht. Ich hatte ja erwartet, dass ich das ohne Probleme runterkriege. Aber der Eis
Gut, du bist vom Typ wahrscheinlich. Mach mal den jetzt. Geh auf Meditalis zurück. Du bist bestimmt vom Typ Stahl. In jeder Wette bist du vom Typ Stahl und Gestein, deswegen tut es auch so weh. Okay. Bekannt. Bleib dabei. Oh, okay, es überlebt. Mit trotzdem die KP, wenn es auch nicht besonders viel ist. Das Relikant geht jetzt auf jeden Fall erstmal unter. So, Sonnenschirm ist weg. Schon mal von Despotar. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen riskant ist, was ich jetzt probiere, aber vielleicht schaffe ich es ja. Weil ich weiß, dass das Gestein, die Gesteinzüppigen Eis ein Vorteil ist, aber ich versuche es jetzt gerade. Steinkante, bitte, bitte überlebt das nicht irgendwie. Natürlich. Mit dem One-Hit-KO. Ja. Das war mir fast klar. Hm. Wie machen wir das jetzt? Okay, wir können ja sowas ausprobieren. Wir haben ja noch die Attacke. Stahlflügel! Wobei, das doof war gerade. Mann, was mache ich denn jetzt für eine Kacke? Jetzt kriegst du noch einen scheiß Volltreffer oder was? Konzentrier dich! Du triffst aber auch mit deiner scheiß Steinkante zweimal. Du kannst bestimmt irgendwas anderes. Was hast du denn noch für Pokémon? Zwei hast du noch. Ich muss jetzt was anderes probieren. Ich habe jetzt Blödsinn gebaut. Ich habe mich selber jetzt gerade ein bisschen kaputt gemacht. So schwer ist er eigentlich nicht. So, jetzt war es klar, dass wir so in die Kacke kommen. Eigentlich war das Blödsinn, aber gut. Du kannst überhaupt Brüller, das ist nicht so kurz. Jetzt Ruhe und ein. Nimmst du da mit dem Flugtyp raus? So, jetzt geh jetzt mal drauf auf mit Surfer. Meine Güte. Irgendwann ist aber auch mal gut, liebes Aerodactyl. Du hast mir ein paar Lücken ins Team gerissen, was ich jetzt eigentlich nicht erwartet habe. Ich habe ein paar Fehler gemacht, muss ich sagen. Ich habe ein paar Mal nicht nachgedacht. So, und Ramaldon ist jetzt nicht mehr groß das Problem. So, jetzt gibt es nochmal Surfer hinterher und dann ist gut.
Erstmal, Fight ist besiegt im Rematch. Und schon wieder verloren. Du hast deine Stärke wieder eindrucksvoll bewiesen. Kein Wunder, dass du es in die Ruhmeshalle geschafft hast. Du bist wirklich ein Top-Trainer. Hier ist ein Sticker, den ich auch verwende. Wenn dir gefällt, kannst du ihn jedenfalls benutzen. Felssticker. Ah. Ja. So, dann gucken wir mal gerade rein. Kapsel Deko. Sticker anbringen. Ich guck gerade, ob ich Fels irgendwo hab. Warte mal, warte, den nehmen. Herzsticker. Raussticker. Sticker. Luftblase, was heißt denn du? Konfetti-Sticker. Das ist doch bestimmt irgendwas noch. Pokémon auswählen. Ich mache jetzt gerade noch ein bisschen Deko-Zeugs. Sticker anbringen. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwo. Ist die nicht irgendwo? Wie ist der Sticker? Multi-Sticker. Aha! Da ist er noch. Pokémon auswählen. So. Ich mache jetzt noch ein bisschen was Zeugs. Pokémon auswählen. So, Pokémon ausfüllen. Gut, der nächste Trainer, den wir uns jetzt vorknüpfen, ist Sylvana. Dafür wissen wir jetzt auch ewig genau. Wie gesagt, wir werden immer zwei Trainer pro Folge machen, weil wir ein bisschen zu tun haben. Auch jetzt die nächsten Folgen. Es fehlen ja dann auch einige legendäre Pokémon und zwar insgesamt macht dann 3 oder 4. Ich weiß es halt nicht genau, aber wir kriegen schon hin. Machen wir noch. So, Sylvana. Dazu wechsle ich auf Galoppa. Aber warte mal, wir machen jetzt auch Brixbizarre. Ich weiß ja, was du als erstes hast. Deswegen gehe ich auf Galoppa. Auf Brixbizarre. So, da bist du. Ich habe auf dich gewartet. Schon bei unserem ersten Treffen wusste ich, dass du würdest irgendwann den Champ besiegen. Und jetzt, da du es geschafft hast, schaut sie sogar noch größere Stärke aus. Aber wenn ich dich besiege, bin ich die Stärkste. Du wirst mich aber nicht besiegen. Ich bin mir versichert. Ja, ich weiß, dass sie Papunga einsetzen. Wie gesagt, ich habe den Kampf ja schon mal gemacht gegen sie. Deswegen
weiß ich ja grob, was er hat. Verpunkern sie jetzt erstmal den Sonntag ein. Es war mir klar, dass du den als Supporter die Variante probierst.